Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Tomodachi Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Premiere, beziehungsweise einem neuen Part. Schön, dass ihr da dabei seid. Ich wollte mich auch erstmal bedanken, wirklich für das Feedback von letzten Parten, dass ihr immer bei der Premiere dabei seid. Das funktioniert super, das System, und da bin ich auch echt froh drüber. So. Ja, jetzt schauen wir doch mal rein, was hier bei sommerlichen Temperaturen hier so abgeht. Denn zumindest bei mir in Relief hat es heute so draußen über 30 Grad gehabt. Es ist heftig. Also Sommer ist übelst ausgebrochen. Ihr seht es auch hier, ich sitze hier in Sommertemperaturen. Und Mr. Cook will hier ein Bad nehmen. Bräuchte man halt nur jetzt irgendwie. Bräuchte man halt nur irgendwie zum Bad. Badeset. Dann geben wir doch mal eins. Damit müsst ihr ein Bad nehmen können. Macht das, aber das ist auch bei der Hitze wirklich sinnvoll. Wer singt denn da? Wenn der badet. Das ist aber bei der Hitze okay. Er badet offensichtlich sehr warm, sieht man am Dampf. Ich würde eher kalt baden. Aber das kann ich Ihnen nur empfehlen, weil ich wollte auch so spazieren. War bei mir bei so einem Wald in der Nähe, wo auch ein Fluss ist. Das ist sehr schön. Mit meinem Hund, der ist da direkt im Fluss nahe. Hat es erstmal abgekühlt und ist auch. Also es ist wirklich heftig. 31 Grad bei uns hier Anfang Juli. Sommer ist schon richtig da und das merkt man. Und das auch angenehm ist. Also, wie ist bei euch, Leute? Ist bei euch der Sommer schon da? Gut, ihn lassen wir jetzt mal weiter baden hier. Ist bei euch der Sommer schon da? Das hat gut getan. Schreibt das doch mal in Live-Search, keine Ahnung. Das bekommen wir, können wir ein bisschen diskutieren. Ob ihr euch schon auf den Sommer freut? Und wie es bei euch so ist. So, du warst baden, okay. Also gut sein. Yeah, yeah. Den werden wir brauchen, wenn Mies dann verreisen, ne? So. War doch mal was Kröte müsste. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Was Neues zum Anziehen? Schon wieder. Na dann kaufen wir mal was. Das gefällt mir. Ich kaufe es mal dreimal. Aber natürlich nicht für Quote. So, ich kaufe mir das hier. Das kaufe ich auch gleich mal zweimal. Falls jemand noch was möchte, kann man es dann direkt vergeben. So, klamottenmäßig. Wisst ihr, was ich meine? So, ja, nehmen wir doch gleich davon eins hier. Was dann auf sie gefällt. Okay, nicht wirklich, okay. Ah, macht nix. Bekommst nächstes Mal wieder was Neues. Freunde leben kann. Ja, das ist nicht so. Kann man, ernsthaft kann man es. Ohne Freunde leben könnte ich zumindest nicht. David ist gerade bei der Arbeit. Sollen wir mal vorbei, was macht denn der Tolles? Willkommen. Gibt es irgendwelche Dinge, die du nicht mehr brauchst? Ah, hier kann man Sachen verkaufen, oder wie? Ah ja, das ist interessant. Papier. Gehen wir mal an den Strand. Schauen wir auch mal wieder vorbei, was da abgeht. Also das ist, ganz ehrlich, das macht man auch bei den heißen Temperaturen. Man geht zum Strand. Würde ich auch sofort machen, wenn ein Strand bei mir in der Nähe wäre. No Soak. Wo es auch direkt hat. Zum Strandströmen hingehen, mich da gleich festnageln oder so, wenn da ein Strand in der Nähe wäre bei mir im Real Life, aber leider in Bayern ist nicht so mit Strand. Oh, Michelle ist im Café. Was machten die da? Die schaut von draußen da so rein? Als ob jemand beobachten würde, ist aber interessant. Naja, Michelle, mach mal weiter damit. I mean, why not, ne? So,
Jetzt haben wir damals mal angeschaut. Oder immer mehr geht irgendwo hin. Okay. Oh, Cookie und Kröte sind im Zimmer. Und lachen wegen irgendwas. Spong ist gerade bei der Arbeit. Sagen wir auch mal vorbei. Willkommen. Ah, okay. Der ist hier im Hutladen. Interessant zu wissen, was hier so abgeht, ne? So, das haben wir noch beim letzten dagebliebenen Abnehmen ist hier Liron, der auch noch was müsste. Da kommen wir, was haben wir mal dir helfen können. Aber die regnet es wohl ein bisschen. Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Ja, das sieht auch nicht so angenehm aus. Es sind so Bakterien drin. Brauchst du mal Magenmittel oder sowas? Mein Bauch fühlt sich nicht besonders gut an. Gib mir mal so Magenmittel. Das Mittel hat geholfen. Wunderbar. Es geht mir schon viel besser. Das ist gut, das ist auch Ziel und Zweck der Aktion. Wenn ich Treppen steige, nehme ich die erste Stufe immer mit rechts. Ich glaube, das macht gefühlt jeder so, oder? Nimmt ihr die erste Treppenstufe mit rechts und mit links? Du musst beim Essen jetzt nachdenken, ne? Das ist ja mal darüber nachdenken, gar nicht so einfach eigentlich. Mit welcher geht man zuerst? Das ist interessant. So, was sind hier? Ein Mieser am Strand und einem Café sind immer noch dieselben beiden, glaube ich. Schauen wir uns erst bei die Mirnachristen an und machen dann den Rest Step by Step. Ich will das immer so machen von der Reihenfolge her. Um 2 Uhr. Ein UFO wurde über den Gamakuch-Ebenen gesichtet. Seht mal, da oben, das ist ein Vogel, sicher ein Flugzeug. Nein, das ist Liron. So in etwa könnte eine Augenzeugenunterhaltung abgelaufen sein, als sich herausstellte, dass es sich bei dem Flugobjekt um Liron handelte. Lol. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das ist so random. Die Meldung war positiver als erwartet. Bei dieser Meldung bekomme ich Herzflattern. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Pika und das waren die Mii-Nachrichten um 2 Uhr. Jetzt ist mir Zeit am rumfliegenden Liron, ne? Wieso nicht, ne? Wieso nicht? So. Dann gehen wir mal zum täglichen Brunnen. Zum Geld sammeln. So nach dem Motto, give me my money, give me my money, I want my money. So, und wie immer, während wir Geld sammeln, der Appell an euch, sollen rein mit eurem Mii. Eurem Mii kann gerne dazukommen. Einfach mir den QR-Code per PN über Discord, WhatsApp, Twitter, Insta, whatever, hacken. Dann tue es euch, euer Mii einfügen. Nur bei der Switch funktioniert das nicht so wirklich, weil die hat keine Funktion mit dem QR-Code, dass man den da irgendwie, das ist ein bisschen komplizierter. Also es gibt theoretisch einen Weg, aber der ist sehr kompliziert. Das werde ich demnächst nochmal extra im Video dazu erklären, das machen, dann ist es angekündigt, wo ich es ein bisschen genauer erkläre, ist aber wirklich kompliziert. Das heißt sonst einfach 3DS oder Video oder irgendwie sowas. Oder ihr macht das Mii bei einem Freund von euch auf der Konsole, tut dann davon den QR-Code bei sein. Das wird auch gehen, theoretisch. Wenn ihr jetzt keine eigene Video 3DS oder sowas habt. Gut, da ist Tommy dazu Quest. Das will ich mal anders eigentlich nochmal machen. Schauen wir doch vielleicht mal bei der Grillparty vorbei. Ich meine, bei dem schönen Wetter ist ja klar, dass man eben mal eine Grillparty macht. Wie hier. Hatten die neulich auch so mal gemacht. Aber ist auch schön. Bei dem schönen Wetter hier muss man dieses draußen an der Tür. Wie wär's mit etwas von meiner hausgemachten Barbecue-Soße? Also hier machen die so eine Grillparty. Das ist doch sehr schön. Zum Rücken mal zum Strand. Weil da will man doch auch gern Zeit verbringen. Und da sitzt hier immer noch hier Gema Forever Alone rum. Zack. Und Foto gemacht. Ja, ist doch sehr schön hier am Strand. Also es gerade erst wirklich, es geht raus bei den schönen Wetter die Tage. Meine Lernen oder sowas kann man ja auch draußen machen. Ich zum Beispiel, ich lerne draußen.
Ich weiß, sind es die Pro-Tipps der Mr. Tausends. Nutzt einfach das für eine Wetter. Ganz vereinfacht gesagt. So. Gut, Kaffee ist auch wieder dasselbe Bier drin. Und viel mehr geht hier, glaube ich, gerade auch nicht ab, ne? Oder? Bäm, bäm, bäm. Wir waren heute noch gar nicht bei mir. Ich bin Dann habe ich schon so einen fetten Fernseher bei mir in der Wohnung. Ja, moin. Guten Tag. Gerade an normalen Werktagen denke ich, ein freier Tag wäre jetzt schön. Das stimmt. Du hast ein bisschen Hunger, ne? Geben wir dir mal einmal Spaghetti. Ich habe auch Hunger zum Relive und esse bald was. Ich nicht essen. Na, dann ess es halt nicht. Wir geben wir halt nur was Kleines. Ja, wir sind selber Weißbrot. Das ist nicht viel. Das war ziemlich lecker. Oh Gott, Weißbrot mag ich gerne. Und du hast noch hier so gesagt, so, wer mag den Weißbrot gerne? Ah, okay. Liebe Puzzle. Na dann. Whatever it is, wir nehmen es an. So. Jetzt ist gleich wieder zurückgekehrt. Mal sehen, wie kann man dir helfen? Halli, hallo, schön dich zu sehen. Ja, ganz meinerseits. Wie kann man dir helfen? Hör mal, wie ich Kelly imitiere. Okay. Zieh's los. Guten Tag, ich bin's, Kelly. Na, wie war ich? Täuschend echt, oder? Aber 100% echt, sehr ähnlich. Ich habe echt viel geübt. Ja, wieso nicht? Ist doch normal, dass man hier Leute imitiert. Das hast du davor lange übt. Hashtag, wer kennt es nicht, ne? So. Ja, jetzt haben wir alle Leute hier abgeklappert, ne? Alle Leute sind abgeklappert. Und gesehen, die Mies nutzen einfach das schöne Wetter und sind am Grillparty machen am Strand. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, ich rate es auch an. Nutzt das schöne Wetter und habt Spaß. So gehört sich das nämlich. So, das war's mit dem Part von Tom und Dazzy Live. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!